Gabriele Tamandl, Budgetsprecherin der ÖVP, ist am Wort. Herr Finanzminister, sehr geehrte Damen und Herren, werte Kolleginnen und Kollegen, wir beschließen heute den Finanzrahmen für die Jahre 2015 bis 2019. Und im Wesentlichen ist es natürlich eine Fortschreibung des bereits bestehenden Finanzrahmens. Und wir haben auch in diesem Finanzrahmen natürlich ein paar Offensivmaßnahmen eingestellt. Und entgegen den mir noch nachkommenden Rednern kann ich auch sagen, wir kürzen auch die Ausgaben nicht, sondern wir dämpfen sie nur, wir erhöhen sie nicht in den nächsten Jahren. Denn, und das ist das Einzige, wo ich dem Herrn Kollegen Podkaschek, meinem Vorredner, recht geben kann, wir haben ein Ausgabenproblem und kein Einnahmenproblem. Wir sehen das auch beim vorläufigen Bundesrechnungsabschluss 2014, wo wir selbst für das Jahr 2014 bereits ein strukturelles Nulldefizit erreicht haben, obwohl wir das erst im Jahr 2016 in Wahrheit erreichen wollen. Aber es ist natürlich eine hohe Anstrengung, neben dem Finanzrahmen und einer mit 5,2 Milliarden großen Entlastung für alle Steuerzahlerinnen und Steuerzahler ab 01.01.2016 natürlich hier eine Ausgabenobergrenze auch für die Ministerien einzuziehen. Und ich weiß auch, was von einzelnen Abgeordneten kommen wird. Für die Lebenerfüllung dieser einzelnen Ausgabenobergrenzen sind natürlich die einzelnen Ressorts zuständig. Der Herr Finanzminister hat jetzt einmal mit den Ressorts nur die Obergrenze vereinbart. Und die Ressorts müssen dann selbst schauen, wo sie Einsparungen treffen können und wo sie auch Effizienz erreichen können. Zur EU-Kommission und zu den Empfehlungen. Ich habe mir auch vorgenommen, ein bisschen darüber zu berichten. Erstens einmal, die EU-Kommission will von uns Reformen. Das heißt, die Steuerreform kann nur der erste Schritt sein. Wir brauchen begleitende Reformen, um in einzelnen Bereichen die Ausgaben zu senken, beziehungsweise eine effizientere und einen effektiveren Einsatz der Mittel zu erreichen. Das wird in der Verwaltung so sein. Das wird auch natürlich in der Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern so sein. Und ich glaube, wir sind hier beim Herrn Finanzminister sehr gut aufgehoben, der jetzt bereits bei den Finanzausgleichsverhandlungen mit den Ländern darauf drängt, auf ein gemeinsames harmonisiertes Haushaltsrecht, um eben Benchmarks zu bekommen, um eben eine Vergleichbarkeit zu bekommen, was beispielsweise die Schulden betrifft. Aber da wird sich auch der Herr Wiener Bürgermeister und Landeshauptmann von Wien nicht wegstellen können aus der Verantwortung. Und da kann er sich auch nicht aussuchen, welche staatsnahen Betriebe er aus der Schuldenbemessung aus dem Haushalt dann herausnehmen kann. Das wird so nicht gehen. Und da werden wir ihm auf die Finger schauen. Und ich hoffe, der Herr Finanzminister wird es auch tun. Da gibt es kein Wünsch dir was, da gibt es ein innerösterreichisches Commitment, wie die Landeshauptleute und wie die Länder dann zu budgetieren haben und ihre Schulden auch dementsprechend vergleichbar machen. Das ist das eine. Und das zweite ist, neben den Reformen, die beispielsweise natürlich auch im Pensionsbereich kommen müssen, überhaupt keine Frage. Unser faktisches Pensionsantrittsalter ist vom Gesetzlichen noch weit entfernt und hier können wir nicht schönreden. Wir müssen hier für die Zukunft und für die Jugend auch noch genau dieses gute und effektive Pensionssystem haben in 10, 20, 30 oder 40 Jahren, damit die Jungen auch noch eine Pension bekommen, von der sie dann ihr Lebensinhalt und ihr Lebensstandard bestreiten können. Das sind wesentliche Punkte, aber, und das hat der Herr Kollege Podkaschek ausgespart, die EU-Kommission hat auch gesagt, die Gegenfinanzierungsmaßnahmen zur Steuerreform sind Teile der Anregungen des Jahres 2014, nämlich die Bekämpfung der Steuerhinterziehung, die Anhebung oder Angleichung der Umsatzsteuer der Verminderten von 10 auf 13 in einzelnen Bereichen, aber selbstverständlich auch die Anhebung der Kapitalertragssteuer von 25 auf 27,5%. Das heißt, ich glaube durchaus, dass wir hier natürlich daran interessiert sind, auch Anregungen anzunehmen von der Europäischen Kommission, weil wir wollen ja wieder an die Spitze kommen. Wir wollen nicht, so wie auch mein Bundesparteiobmann und Vizekanzler es auch vor einigen Tagen gesagt hat, wir wollen nicht auf der Kriegsspur bleiben, sondern wir wollen wieder auf die Überholspur kommen und wir wollen uns nicht hinten anstehen lassen. Österreich ist es vor ein paar Jahren noch wesentlich besser gegangen, auch was die wirtschaftliche Entwicklung betroffen hat. Abschließend möchte ich mich beim Herrn Finanzminister und bei seinen Beamtinnen und Beamten sehr, sehr herzlich bedanken.
beim Budgetdienst, beim Herrn Dr. Berger namentlich, der die Abgeordneten stets mit guten Expertisen befüttert, die für die Arbeit im Budgetausschuss wirklich sehr, sehr wertvoll sind. Und möchte mich auch bedanken bei den Experten, die uns am 7. Mai zum Hearing zur Verfügung gestanden sind. Ich glaube, das ist eine sehr wertvolle Sache. Wenn auch die Meinungen der Experten manchmal auseinandergehen, aber im Grunde sind wir uns alle einig, dass wir den konsequenten Budgetvollzug weiter vorantreiben müssen, dass wir wieder Spielräume bekommen für Ausgaben, die wir für Bildung, für Jugend, für Wissenschaft, für Forschung brauchen, damit wir Österreich voranbringen. Österreich habe weiterhin ein Ausgabenproblem, weshalb man mit dem vorliegenden Bundesfinanzrahmen in vielen Bereichen die Kosten dämpfe, betont Gabriele Tamandl, die Budgetsprecherin der ÖVP.